Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Parfüm-Video. Heute geht es um die Top 10 Girly Girl Parfüms. Für die, die nicht wissen, was ein Girly Girl ist, ich bin zum Beispiel auch ein Girly Girl, immer noch ein kleines, verspieltes Mädchen innerlich und bin immer lustig drauf, gut gelaunt und voll verspielt und genau das liebt die Farbe Pink. Und genau das ist eben halt ein Girly Girl. So, und ich habe jetzt mal 10 Düfte zusammengestellt, die wirklich genau das ausstrahlen. Und ich muss sagen, die Liste fiel mir gar nicht so einfach. Es geht jetzt nicht darum, was das beste Parfüm ist. Es geht jetzt einfach darum, umzuschauen, welches Parfüm einfach sagt, hey, ich bin sowas von girly, pass auf, sonst wirst du nachher auch noch ein Girl. So heftig girly sind diese Düfte. So, dann würde ich mal sagen, geht's los. Platz Nummer 10 macht Toy to Bubblegum von Moschino. Dieses Parfüm ist einfach sowas von verspielt und ihr glaubt nicht, wonach das riecht. Ich sprühe den Duft jetzt mal. Das typische Kaugummi, was man in der Kindheit immer so gegessen hat. Richtig süßes, leckeres Kaugummi. Das ist, was du im Opening bekommst. Später settelt sich das so ein bisschen. Dann bekommt man eine kandierte Zitrusfrucht mit Rose. Aber erstmal Kaugummi, Kaugummi, Kaugummi. Ich stelle mir wirklich so ein Mädchen vor, nimmt keine Rücksicht, super verspielt, bleibt immer so, wie sie ist und die macht dann ihre fette Kaugummiblase so. Bisschen respektlos wirkt das, aber sie ist einfach nur verspielt und will sie nicht verdrehen. Sie will einfach nur girly sein. Und genauso riecht der Duft. Deswegen Platz Nummer 10, Moschino, Toy to Bubblegum. Auf Platz Nummer 9 habe ich Delina von Parfum de Mali. Ist jetzt nicht einfach so ein typischer Ultra-Girly-Duft, aber der ist sowas von feminin. Du hast einfach die femininste Aura aller Zeiten. Feminin muss nicht unbedingt girly sein, ich verstehe schon, aber kommt schon. Litchi und Rhabarber und super süß und fruchtig und frisch. Ich weiß ja nicht. Für mich voll das Girly-Parfüm. Ach. Delina ist einfach so traumhaft. Ein Parfüm, was nicht nur super girly ist, feminin ist. Du bekommst auch so viele Komplimente dafür. Unfassbar. Einer der besten Düfte, wenn es um Komplimente geht. Aber auch sehr teuer. Ist halt ein teurer Nischenduft. Wirklich. Rhabarber, Litchi, in super frisch und fruchtig, mit einer heftigen Rosennote und so ein bisschen Weihrauch. Gibt den ganzen so einen uniken Twist. Richtig toll. Delina von Parfum de Mali. Auf Platz Nummer 8 habe ich tatsächlich Anasui Fantasia. Und was soll ich sagen? Dieser Duft ist genauso girly, wie er aussieht. Ist einfach so aus Einhornglitzer. Riecht sehr zitrisch. Hat aber noch eine Himbeerpraline, was ist süß. Richtig, eine Praline, was ist girly? Eine Himbeernote. Das alles gemischt mit zitrischen Twists und Zypresse schwingt auch noch mit. Hat dann noch so ein bisschen was Uniques. Ich finde, das ist einfach der Prinzessin-Duft von Walt Disney. Wenn du so eine Walt Disney-Prinzessin sein möchtest, dann trägst du Anasui Fantasia. Wirklich. Walt Disney, das Parfüm. Ist einfach so. Kann ich nicht anders in Wort fassen. Und wenn ich das jetzt hier sprühe, ja, das hat eine ganz besondere Note. Man kann den Duft schwer beschreiben. Wie gesagt, Himbeerpraline, zitrisch und dann mit so einer Zypresse. Es fühlt sich an wie so ein unglaubliches Fantasieland, als wärst du in einer Märchenwelt. Echt super girly, super toll und irgendwie auch unique. Toller Duft, Anasui Fantasia. Jetzt hier auf Platz Nummer 7, wieder ein teurer Nischenduft und zwar von Kilian. Love, Don't Be Shy. Das ist Rihannas Signature Scent. Und wie riecht der Duft? Boah, ich muss sagen, wo ich den Duft neu hatte, ich war geflasht. Alle haben mir immer gesagt, du hast so Marshmallow-Duft. Riecht so fluffig wie eine Wolke. Das riecht nicht nach Marshmallow, es riecht nicht fluffig. Wir machen die Augen zu. Wir stellen uns vor, wir sind eine Großstadt.
Und man riecht von draußen. Man riecht von draußen tatsächlich ein Süßigkeitengeschäft. Die Süßigkeitengeschäft hat alles, was ihr euch vorstellen könnt. In super süß. Und alle Leute sprechen über das Süßigkeitengeschäft, weil so ein krasser Duft immer ausströmt und weil man da alles bekommt, was das Mädchenherz begehrt. Ihr betretet dieses Süßigkeitengeschäft und ihr könnt eurer Nase nicht mehr glauben. Ganz viele Süßigkeiten treffen auf eure Nase und ihr denkt einfach, ihr seid im Süßigkeitenparadies. Das ist Killian, Love, Don't Be Shy. Der krasseste Süßigkeitenladen on Earth. Hat so ein bisschen was von Kirmes. Tatsächlich, wenn du so auf dem Kirmes bist und auch so richtig krass Süßigkeiten auf dich eintreffen. Mit einer Marshmallow-Note, mit Orangenblüte. Aber wirklich, Süßigkeitenladen, Süßigkeitenladen, Süßigkeitenladen. Ja, ist das girly? Süßigkeiten? Natürlich ist es girly. Einfach so ein kleines, verspieltes Mädchen, die in so eine Zuckerwatte hält und alles. Natürlich ist das girly. Deswegen, Love Don't Be Shy von Killian auf Platz Nummer 7. Auf Platz Nummer 6 befindet sich Ariana Grande Sweet Like Candy. Ihr merkt schon, irgendwie sind noch viele Düfte pink. Wer hätte es gedacht? Wenn die Duftindustrie denkt sich auch ein bisschen was dabei. Wenn die Düfte so super girly sind, dann macht man sie halt pink. Dann passt das Gesamtpackage. Und ich finde, das haben die schon clever gemacht. Ja, Ariana Grande, Sweet Like Candy. Müssen wir nicht drüber reden, ne? Fluffiger Marshmallow. Gemischt mit zitrischen Noten. Wirklich so zitrische, fruchtige Frische, die da mitschwingt. Und dann riecht das einfach schon fast wie Viva la Juicy Gold Couture. Nur ohne Karamellnote. Man hat ja Beeren, zitrische Noten, so eine wirklich fruchtige Frische mit Süße kombiniert. Mit Marshmallow und einer gewissen Süße kombiniert. Und das ist so girly. I love it. Echt, Ariana Grande, Sweet Like Candy, Platz Nummer 6. Ja, was soll es noch toppen? Ich muss sagen, jetzt wird's ultra girly. Also wenn ihr jetzt nicht super girly seid, nichts mehr für schwache Nerven. Also, jetzt geht's richtig ab. Platz Nummer 5. Passend zu meinem Outfit heute. Pink Sugar. Riecht einfach nur nach Zuckerwatte. Verbrannter Zucker, der so ein bisschen karamellisiert ist, mit Zuckerwatte gemischt. Und es eröffnet auch mit einer zitrischen Frische, aber was du hauptsächlich bekommst, ist Zuckerwatte. Die leckerste, süßeste Zuckerwatte auf dem gesamten Jahrmarkt. Pink Sugar. Ultra girly, müssen wir nicht drüber reden. Ach, so sexy, so lecker, so girly, Pink Sugar. Auf Platz Nummer 4 habe ich von Katy Perry Miau. Eins meiner ersten Parfüms, was ich jemals hatte. Und ich war von Anfang an begeistert. Ihr müsst wissen, der Parfümeur, der dahinter steckt, ist zum Beispiel auch der Parfümeur, der Versace Eros gemacht hat und auch Mattia Premier Falcon Leather. Zwei sehr berühmte und beliebte Parfüms. Kann man nicht anders sagen. Tja, und wie riecht jetzt Katy Perry Miau? Girly, 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 girly. Echt, der Duft, du sprühst ihn, kannst den Duft nicht beschreiben, denkst dir nur, boah, girly. Echt. Schwere Vanille, Birne, Orangennote, Orangenblüte. Und das sind super, super, super girly und super süß. Katy Perry Miau, einfach ein toller Duft. Was hier sonst noch drin, Blooming-Noten und alles zusammen, ist es halt so eine ganz spezifische Frische, die fruchtig ist, sexy ist und halt super girly ist. So, Platz Nummer 3 geht schon wieder an Katy Perry und zwar ist es jetzt Mad Love. Und dieses Parfüm ist sogar noch mehr girly, weil da so eine richtig dicke, fette Erdbeernote mitschwingt. Und Erdbeer, ganz ehrlich, ist mit das weiblichste, was es gibt irgendwie. Oh Gott, dieses Parfüm ist so süß. Sandelholz, Jasmin, Erdbeer, Apfel. So ein Fruchtkompott, super girly Fruchtkompott. Mit Sandelholz. Mmh, das ist so lecker, man will das schon fast trinken, ey. Ohne Witz,
So fruchtig, so süß, so lecker und so girly. Platz Nummer 2 geht an Marc Dion Christinas Sweet Strawberry. Diesen Duft zu beschreiben, ist sowas von easy. Stell dir einfach vor, ihr geht jetzt auf ein richtig tolles Erdbeerfeld und pflückt die Erdbeeren, wenn sie in ihrer besten Zeit sind. Wenn die richtig frisch und lecker sind. Und das kombiniert mit einem leichten Schoko-Akkord. Oh. Was habe ich eben gesagt? Wenn Erdbeeren in Parfüms vorkommt, ist das super girly. Der Duft besteht fast nur aus Erdbeeren. Noch Fragen? Frisches, leckeres Erdbeerfeld. Gemischt mit so einer Kirmes-Schokoglasur, die man so an Ständen kaufen kann. Schokolierte Erdbeere. Genauso wie der Flakon aussieht, so riecht auch der Duft. Das ist einfach so. Boah. Und das riecht halt nicht mal künstlich. Das riecht wirklich, als wären hier zigtausende von frischen Erdbeeren. Das riecht so toll. Ist auch fantastisch für den Frühling und für den Sommer. Ganz, ganz tolles Parfüm. Und natürlich super girly. Sonst wär's nicht in der Liste. Und wer hätte es gedacht? Platz Nummer 1. Britney Spears Fantasy. Wie in vielen Listen natürlich mein Lieblingsparfüm. Platz Nummer 1, Britney Spears Fantasy. Warum ist mein Lieblingsparfüm? Weil es super girly ist und trotzdem unique ist und noch verdammt lange hält. Ist einfach so. Hier hat man Cupcake drin und Kiwi. Ich kenne kein Parfüm, wo Cupcake oder Kiwi drin sind. Das kombiniert mit so einer richtig tollen Vanille bringt den Duft so eine frische, fruchtige Süße. Und das macht den Duft so unique. Und ganz ehrlich, wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich richtige Schlafprobleme habe, sprühe ich an meiner Bettdecke oder mein Kopfkissen Britney Spears Fantasy. Und ich schlafe wie ein Stein. Dieser Duft, der beruhigt, der macht alles für dich. Echt. Der babysittet deine Kinder. Der kauft für dich ein. Echt. Ich weiß nicht. Das ist ein magischer Duft. Echt. Der macht so viel. Der ist sexy, der ist süß, der ist frisch. Ich kann damit besser einschlafen, alles. Und natürlich ist er super girly. Sonst wäre nicht in der Liste. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Düfte ihr super girly findet und welche Düfte ich tatsächlich in dieser Liste vergessen habe. In diesem Sinne würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!